Moin Freunde der Sonne, willkommen zurück zur Schultis Grillecke. Heute mal mit einem kleinen Grillklassiker, eine Bacon Bomb. Ne? Ich freue mich da echt schon mega drauf. Viel Käse, viel Hack, ein bisschen was fürs Gewissen. Ich würde sagen, was grün ist, aber halt was aus dem Gemüsegarten, ne? Paprika. Ja, was haben wir hier noch? 500 Gramm Bacon habe ich bei Stefan Pistol in Rostock gekauft. Hier sind 1,2 Kilo Rinderfleisch gewolft, schon drin, ne? Also so Hackfleisch, auch bei Stefan Pistol gekauft. Habe ich gestern Abend bereits mit 7 Knoblauchzehen verfeinert. Ein wenig Pyramidensalz hatten wir noch über, ne? Habe ich so ein bisschen klein gemacht. Ja, was brauchen wir noch? Einen Camembert, kennt ihr ja schon, stehen wir total drauf. Und damit wir nicht zu wenig Käse haben, haben wir einen kleinen Käsemix noch dazu. Ich denke mal, am Ende des Tages werden wir nicht die ganzen 1,2 Kilo brauchen. Den Rest friere ich ein oder ich mache gleich mal Burger Patties für heute Abend raus, weil heute ist Männertag. Das heißt, wir müssen den ganzen Tag grillen. Ich bin auch mal gespannt, wie unser neuer Mitarbeiter heute so mitmachen wird. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aktuell schläft er mal wieder. Wir fangen mal mit dem Bacon an, mit dem Bacon-Netz. Das ist, glaube ich, so die Geschichte, die so am längsten dauert. Ein bisschen zu basteln. Den Bacon schön eng nebeneinander legen. Ja, muss jetzt nicht ganz so eng sein. Schaut mal, ich habe jetzt hier 10 Baconstreifen. Ich habe auch mal geguckt, dass die dickere Fleischseite immer ans Fett kommt. Ne? Fleisch, Fett, Fleisch, Fett. So, okay. Ich habe noch was vergessen bei den Zutaten vorhin. Ahornsirup. Ne? Heute mal ohne Barbecue-Soße. Das heißt, kurz bevor wir fertig sind mit der Bacon-Bomb, bisschen Ahornsirup drauf. Schön süß. Ne? Ist so ein kleiner Kontrast zu dem ganzen Salzigen hier. Gut, jetzt fangen wir mal an. Jeden zweiten. Hast du mitgezählt, Hase? Ist das jeder zweite? Wird schon richtig sein. Wird schon richtig sein. Legen wir mal um. Ja. So. Und jetzt kommen die Querscheiben. Jetzt habe ich hier oben zwei Querstreifen. Ne? Jetzt können wir den hier wieder schön zurücklegen. Das ist so eine richtige beruhigende Arbeit bei bescheidenem Wetter zum Herrentag. Gut. Und jetzt erste Reihe hast du geschafft. Erste Reihe fertig, genau. Und jetzt nehmen wir die hier, legen die so drüber. Seht ihr hier? Über die quer. Wenn es hier nicht so trocken wäre, muss ich sagen, würde mir die Arbeit ja leichter von der Hand gehen. Ne? Und das zum Herrentag. Das zum Herrentag, ja. Schaut mal her, schönes Netz geworden. Sieht jetzt vielleicht nicht hundertprozentig perfekt aus, aber es soll ja auch nur für uns zu dritt zu Hause reichen, weil der vierte Mitarbeiter kriegt sowas nicht. Und ich sehe schon, ich glaube, ich habe ein paar Zutaten zu viel. Das heißt, ich muss mit dem Bacon irgendwann mal was anderes machen. Vielleicht noch zu einem Special demnächst. Hat ein bisschen was mit Fußball zu tun. Lasst euch auch mal überraschen. Gut, jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Rinder. Rinderhack. Rinderhack. Das machen wir richtig schön dünn. Dass das so dunkel aussieht, das ist der... Das ist das Pyramidensalz. Okay. Keine Sorge, es riecht mit dem Knoblauch. Das riecht sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Pfeffer dran gemacht, aber diesmal keinen Steak-Pfeffer, sondern ganz normalen, so handelsüblichen, diesen ganz dünnen. Wie der jetzt genau ist, weiß ich auch nicht so richtig. Da muss ich mal ein bisschen besser informieren. Ja, Mensch, ich erzähle doch hier von Dingen, von denen ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung habe. Käse. Ich freue mich am meisten. Erstes Gemüse. Nein. Nein. Okay. Also, wie ihr seht, ich habe das versucht, ganz, ganz klein zu schneiden. Hier, ein scharfes Messer wäre auch nicht schlecht. Ne? Ganz dünne Scheiben, weil so ein Paprika, oder dünne Streifen, Entschuldigung, weil Paprika dauert immer ein bisschen länger. Toll. Ich dachte, ich kann das umgehen. Gut. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Cheddar und Mozzarella, ne? Cheddar und Mozzarella, genau. Ja, nun kommt der heimliche Star wieder, ne? Unser Camembert. Und schaut mal hier, wir haben natürlich gesehen, der ist ja relativ groß. Und wenn wir den jetzt, wenn wir das so wickeln wollen, haben wir wahrscheinlich ein Problem, das hier richtig abzuschließen. Also haben wir uns überlegt, er wird halbiert. Wir legen ihn so hin. Und jetzt geht's ans Wickeln. Und wichtig bei so einer Bacon Bomb, guckt man hier immer ein bisschen Packpapier drunter zu haben. Ansonsten versaut ihr euch eure Bretter. Das ist immer ein bisschen tricky, die ganze Geschichte.
jetzt mal hier so in die Mitte. Jetzt schauen wir mal. Ihr seht ja, mein Netz ist nicht ganz perfekt geworden. Macht aber nichts. Jetzt wird das noch ein bisschen zusammengeklebt und zusammengebaut. Zur Not nehmen wir noch ein paar Nadeln dazu. Ne? Also für drei Leute, denke ich mal, völlig ausreichend. Viel zu viel. Viel zu viel, genau. Ja, wie ihr seht, ne? Er versucht ja zu helfen, aber so richtig. Eddie. Es liegt immer daran, wie man einem Mitarbeiter erklärt, was er tun soll. Eddie, komm her, bitte. Komm her. Das brauche ich zur Unterstützung zum Herrentag. Ja, er gibt dir schon mal. Ich glaube, er riecht an den Handschuhen, dass da Bacon dran war. Ja, ich glaube auch. Keine Angst, die wechsle ich dann, ne? Guck mal hier, das ist ganz wichtig zum Grillen. Da, soll ich meine Handschuhe da reinlegen oder wie? Er möchte erst noch ein bisschen spielen. Ja, gut. So, komm, bring. Komm, Eddie, na los, komm. Eddie. Eddie, komm. Eddie, komm. Jawohl, komm, 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 komm. Das ist ein Mitarbeiter, ne? Also, da begreift noch nicht alles, ne? Eddie, Eddie, komm, Eddie, komm, Eddie, komm, Eddie, komm. Jawohl, komm, bring das Bier, bring das Bier, bring das Bier. Fein, fein, guck mal hier. Er ist lernfähig, er hat mir eine Flasche Bier gebracht. So. Du, die ist jetzt leer, die Tüte. Naja, so ist es mit den neuen Mitarbeitern, ne? Die nehmen ihren Job immer noch nicht ganz so ernst. Ich glaube, ihr habt Freude dran, ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Prösterchen auf den Männertag, Herrentag, Patertag, was auch immer. Freunde der Sonne, zurück am Grillen. Ich habe beide Brenner auf Volllast, also beide Außenbrenner, ne? Volllast. Wir stehen jetzt noch so bei 150, da fährt sich noch ein bisschen hoch. Wir wollen zu 160 bis 180 Grad, aber auch nicht drüber. Nicht, dass es von außen zu schnell durch ist und dann innen auf einmal noch so, naja, Medium ist. Ne? Also so Hackfleisch sollte dann schon ganz gut durch sein in der Baconbomb. Wir legen den indirekt rein, machen da gar keinen großen Zauber drumherum. Guckt mal hier, der Bursche für drei Leute reicht ja völlig aus. Wir legen mal noch das Backpapier drunter, um uns den Grill nicht so einzusauen. Ja, dann rechne ich mal so mit anderthalb Stunden. Wir gucken mal in einer Stunde vorbei. Und dann freue ich mich. Ach so, abschließende Info noch. Wir haben insgesamt so 600, 650 Gramm Rinderhack verbraucht. Für den Rest lasse ich mir noch was einfallen für unser Special. Ja, Freunde der Sonne, zurück am Grill. Eine Stunde ist rum. Wir lassen uns mal überraschen. Wir riskieren mal einen Blick. Oh. Das sieht schon mal sehr gut aus, aber wie ihr seht, an der Seite aufgeplatzt. Ah ja, okay. Aber hier nicht, hier geht's. Da geht's, ja. Also, ich finde nur einen Schuldigen, der liegt dort unten. Macht nicht mit. Schläft nur. Kündigung innerhalb der Probezeit, Hase. Ach komm, wir geben ihm noch eine Chance, oder? Okay, gut. Was machen wir jetzt? Sehen ja, der Bacon sieht auch schon richtig gut aus. Wir gehen nochmal dazu über, den Kameraden, den Kollegen hier ein bisschen einzustreichen. Was ist das jetzt? Das ist Ahornsirup, ja. Mhm. Süß und salzig ist immer gut. Süß und salzig ist immer gut. Seht ihr hier, wie das runterläuft? Deswegen Backpapier. War eine gute Idee, da muss ich mich mal wieder selber loben, weil sonst kriege ich ja kein Lob. Ne, so von außerhalb. Ja. Ja, und dann lassen wir den hier mal noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten noch hier drin. Hm? Was gut war, wir hatten heute so draußen, ja, ich weiß gar nicht, so 12, 13 Grad. Windstill. Die beiden äußeren Bretter auf Halblast. Er lief konstant bei 160 Grad durch. Also fand ich echt eine coole Nummer. Da seht ihr halt, ihr müsst immer aufpassen. Ne? Mit dem Wind ist das alles immer nicht so einfach. Wer sich halt seine Ecke besser bauen kann, versucht mal windgeschützt zu grillen, kommt besser. Ne? Oh. Naja. Positionswechsel. Also irgendwie, nee, ich weiß auch nicht. Hast du deine Position gewechselt? Ist schön warm am Grill, ne? Ja, Freunde der Sonne, anderthalb Stunden sind rum. Lasst uns noch mal gucken. Schaut mal hier. Ihr seht schon wieder Ahornsirup, überall karamellisiert.
Wer das Video komplett geguckt hat, der wird sehen, wir mussten hier mal Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Also ich kann nur jeden raten, bei so einer Bacon Pump macht es komplett dicht. Ja, aber ich sag mal, Versuch macht klug. Unser allererster Versuch. Und ich habe schon mal die Kerntemperatur genommen. Wir liegen so bei knapp 65, 70 Grad, je nachdem, wo wir einstecken. Und von daher nehmen wir den Kameraden mal runter. Hier aufs Brett. Also ich glaube, so schlecht sieht er jetzt gar nicht aus. Ne? Man könnte jetzt hier noch ein bisschen. Ja, guck mal hier an. Der Ball sieht am besten aus. Ja. Super sieht er aus. Sehr gut, ne? Mhm. Ja, dann lass uns mal reingehen zum Anschneiden. Freunde der Sonne. Ich glaube, du hast Hunger, oder? Ich habe Hunger, ja. Ich bin auch schon mega gespannt. Ich mache einfach mal hier so ein. Schneid mal hier so mit der Masse durch. Ne? Dann lassen wir uns mal überraschen. Wie sieht's aus? Oha. Sieht gut aus? Gut, ja. Läuft das auch schön raus? Ja, da läuft auf jeden Fall. Ah, guck mal hier. Das Beef ist sogar noch leicht rot. Oh, herrlich. Oh ja, da läuft er. Ja, oh. Ja, da bleibt nichts anderes übrig. Ich muss ja mal probieren. Ja, jetzt habe ich auch noch das Stück erwischt mit den Paprika. Prost. Prost, ja. Hast du schon zu viel getrunken heute am Herrentag? Nein. Ich bin erst beim Spike Bier. Oh, erst. Mhm. Es ist ja auch erst um 1. Na, früher hätte ich um die Zeit schon 6 weggehört. Ja. Rindfleisch vorher würzen, kommt mega geil, ne? Weil ansonsten ist das so ein bisschen fad. Alles richtig gemacht. Camembert wie immer eine gute Alternative. Die Käsemischung auch noch dazu. Ja, passt beim bei dem Bacon-Netz, passt bloß auf, dass alles komplett verschlossen ist. Guter Rat von mir. Wir machen vielleicht sicherlich nochmal eine andere Bacon-Pump in einer anderen Form. Also, ich freue mich auf unser Special nächste Woche. Ich hoffe, es wird kommen. Ich freue mich auf ein Abo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eddie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Schrödis Grill.